Und Schauspieler Roy Black im Alter von 48 Jahren. Wir haben aus diesem Anlass unser heutiges Nachmittagsprogramm geändert und bringen nun in Memoriam Roy Black ein Interview und einen Spielfilm mit dem Publikumsliebling. Schauplatz ist beide Male der Wörthersee, denn dort wurde nicht nur 1969 das Verwechslungslustspiel Hilfe, ich liebe Zwillinge gedreht, sondern auch eine erfolgreiche Fernsehserie, mit der Roy im Vorjahr ein sensationelles Comeback gelang. Eine seiner Partnerinnen im Schloss am Wörthersee war Dagmar Koller. Sie hat mit ihrem Kollegen vor wenigen Wochen das folgende Interview geführt. Für mich war eigentlich der Beruf ein bisschen gelaufen. Ich habe gesagt, okay, du hast einen Höhepunkt gehabt von 65 bis fast 75. Dann kam ja die lange Durststrecke als Schlagersänger. Und dann kam als i-Tüpfelchen des Schicksals kam eine sehr schwere, zwei schwere Herzoperationen dazu. Und eigentlich war ich da nur noch dankbar, dass ich leben durfte hinterher. Und ich meine, der Verlust auch deines Vaters, das musste ich ja alles wirklich sehr hergenommen. Das ist noch sehr frisch, das ist auch noch gar nicht verarbeitet bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ich bin beruflich zufrieden, ich bin vor allem auch privat zufrieden. Und wenn es so bliebe, wie es jetzt ist, dann hätte ich nichts dagegen. Du hast als Junge angefangen, bist aus Augsburg? Aus der Nähe von Augsburg. Ich bin ein Kind vom Lande, ich bin auf dem Dorf geboren. Hast maturiert? Ich habe maturiert in Augsburg. Hast sogar Studium begonnen? Studium begonnen. Was war das? Juristerei und BWL, also Betriebswirtschaft. Aber das war mehr oder weniger so ein Ausweichstudium. Das heißt, ich wusste partout nicht, was ich anfangen soll. Und habe mich dann halt da in die Vorlesung gesetzt, habe nichts verstanden. Habe auch ein, zwei Scheine gemacht damals. Und dann kam, dem Himmel sei Dank, kam dieser Beruf. Das heißt, ich wurde entdeckt als Sänger. Und dann ging das ja, dann habe ich einfach meine Studienbücher sein lassen und bin dann nur noch in der Showbranche gewesen. Finde ich ganz interessant, wenn man so deine Biografie liest und deine Zeitungsausschnitte, ist es fast erschütternd, wie man immer versucht hat, dich, weil du Schlagersänger warst und ebenso erfolgreich warst, wie man versucht hat, dich immer runterzumachen. Wie hast du das verkraftet? Das ist eine gute Frage. Ich habe da so eine Art von, in meiner Karriere als Sänger oder in meiner Zeit als Sänger und Schauspieler, habe ich so eine Dreiteilung gemerkt bei mir. Im ersten Drittel habe ich mich wahnsinnig geärgert über schlechte, verlogene Artikel. Ich habe geklagt ohne Ende. Ich habe zig Prozesse nebeneinander laufen lassen. Habe da gemerkt, dass das eigentlich sinnlos ist, denn es kommt nichts dabei raus. Das Publikum ist dir ja treu geblieben. Das Publikum, Gott sei Dank, ja. Mhm. In dem zweiten Drittel, da habe ich dann das Zeug zwar noch gelesen, habe mich fürchterlich geärgert, habe aber nicht mehr die Gerichte eingeschaltet, weil ich wusste, es ist alles Quatsch, es bringt nichts. Unser Pressegesetz ist auch so, dass man eigentlich als Betroffener nichts machen kann. Und jetzt im dritten Drittel bin ich so weit, dass ich das Zeug weder lese, noch dass es mich tangiert in irgendeiner Form. Mit deinen ersten Titeln, das war nicht ganz in Weiß, sondern vorher hast du noch einen. Ich habe mein erster Hit war, so lieb, wenn du das sagst, ich habe auf der Bühne, frage ich manchmal, wenn ich ein Konzert habe, frage ich mal, meine Damen und Herren, wir machen jetzt einen kleinen Quiz, welches war vor 25 Jahren oder 26 Jahren mein erster Hit, und der ganze Saal schreit immer ganz in Weiß. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, so siehst du in meinen schönen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an. Ich habe davor eine Platte, die hieß Du bist nicht allein. Und das war eigentlich mein Einstieg. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. War das für dich, ich meine, du warst ja ein ganz lieber, einfacher Junge, aus nicht einmal aus einer Großstadt. Wie hast du das verkraftet, plötzlich diese Massen von Menschen, die auf dich zugelaufen sind? Ich kann mich erinnern, weil ich damals in Köln engagiert war und dich zufälligerweise einmal getroffen habe, warst ganz schüchtern und wolltest ein Bier trinken, hast dich gar nicht getraut. Und ich habe dann gesagt, Herr Black, Sie können an meinen Tisch kommen. Ich weiß, ja, ich war damals aber gerade am Höhepunkt. Da habe ich in Köln meine ganzen Platten gemacht damals, das Studio war in Köln. Und ab und zu bin ich dann auch rausgegangen mit meinen Produktionsleuten, aber geschafft habe ich das damals eigentlich in keiner Form. Du musst dir vorstellen, ich komme aus einfachsten Verhältnissen. Ich habe Taschengeld gehabt, ich glaube am Schluss im Monat 20 Mark. Und dann haben wir Musik gemacht mit der Schülerband, die ich hatte,
für die amerikanischen Soldaten in Augsburg, da gab es dann schon Dollars und das war dann schon ein bisschen mehr Geld. Da hat man dann im Monat schon mal 80 oder 150 Mark. Und dann kam eigentlich von einer Nacht zur anderen kam der große Erfolg. Das heißt, ich habe auf einmal unendlich Geld verdient und ich bin unendlich bekannt gewesen, aus der totalen Anonymität heraus ein bekannter Mann geworden. Und das war nicht zu verkraften. Das war nicht zu packen eigentlich. Hast du dann aber gelernt, mit dieser Karriere, die du dann hattest, zu leben und auch dir vorgenommen, ich will weiter, nimmt man sich ein Ziel vor? Setzt man sich immer ein Ziel oder ist es bei dir so gelaufen? Na, also damals habe ich mich treiben lassen. Für mich war einfach faszinierend. Ich konnte mir dann mit 22 konnte ich mir einen tollen Sportwagen leisten, einen sehr teuren. Ich habe Geld gehabt und vor allem die Mädels sind auf mich aufmerksam geworden. Also als Schüler, als anonymer Schüler, hat man ja unheimlich Schwierigkeiten, ein hübsches Mädchen kennenzulernen. Na, das glaube ich bei dir ja, nicht. Ja doch, ich schwöre, dass ich nicht bin. Ich bin ein schüchterner Typ, das glaubt mir zwar keiner, aber es ist so. Und auf einmal ist das alles von selber gelaufen. Und da habe ich zwei Dinge natürlich verwechselt. Ich habe verwechselt die Person Gerhard Höllerich und das Image, die Kunstfigur Roy Black. Und gemeint war ja von draußen her, von den Leuten, vom Publikum her, war ja die Figur Roy Black. Und ich habe erst viel, viel später gelernt, diese beiden Dinge zu trennen. Ich glaube, die wenigsten Zuschauer wissen, dass du ja auch eine Schauspielschule hinter dir hast, dass du eine Prüfung als Schauspieler gemacht hast. Habe ich tatsächlich gemacht, aber mit Hindernissen, kann man sagen. Ja. Ich habe meinen ersten Kinospielfilm, ich glaube, das war 67 oder 68, habe ich hier am Wörthersee gedreht, mit Karl Spies auch als Produzent. Und damals bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen. Das heißt, ich hatte keine Ahnung von diesem Metier, war aber, glaube ich, nicht allzu schlecht. Denn was bei mir gut war, ich hatte keine Schwellenangst vor dem Spielen. Ich habe einfach mich selbst gespielt eigentlich. Ja. Und danach, nach diesem ersten Film, habe ich dann 4,5 oder 5 Jahre privaten Unterricht genommen und habe dann am Prinzregententheater in München eine Schauspielprüfung gemacht. Da bist du ja eigentlich für den Wörthersee der Roy Black, so wie die Brigitte Bardot für Saint-Tropez, denn man hört hier immer nur Wörthersee und dann Roy Black. Also ich habe wie viele Jahre ist das jetzt schon, dass du hier für den Wörthersee quasi Reklame machst? Also pass auf, die Filme liefen, die Kinofilme liefen vor zwischen 67 und 72 etwa. Dann war für mich als Schauspieler eine lange, lange Pause bis jetzt. Und letztes Jahr haben wir hier die Serie gedreht und jetzt sind wir ja, wie du weißt, am Weiterdrehen. Ich hoffe, du machst ich mich mit. Sehr, ja, wenn ich wir freue da mich was auch zusammen drauf. Machen. Und ich glaube, dass diese Serie, die hat also mir selbst, allen anderen, dem Wörthersee selbst unheimlich viel gebracht. Denn was ich hier vom Bürgermeister von Velden gehört habe, sollen 80% Zuwachs an Fremdenverkehr stattgefunden haben. Und irgendwo spielt das schon eine Rolle, dass der am See hier alles so überfüllt ist. Schönes Gefühl. Du Roy, in der Zeit, wo du eigentlich wirklich unten warst, da hast du ja aber nicht aufgegeben. Du hast ja dann Dinge leihen gemacht. Da bist du durch die Länder, durch die kleinsten Städte gedingelt. Also weißt du was, wenn ich unterbrechen darf, was sehr seltsam ist, dass in unserem Land, in Österreich und in Deutschland, also in den deutschsprachigen Ländern, ist das Wort Tingeln hat etwas Abwertendes, etwas Abwertiges. Ja. Mhm. Ich weiß zum Beispiel von Leuten aus Frankreich wie Johnny Hallyday oder Gilbert Bécaud, die tingeln auch. Die gehen im Sommer durch sie die ganzen Bäder. Ja, sie stellen sich dem Publikum und gehen durch die kleinsten Bäder an Atlantikküste oder Riviera. Da würde sich kein Mensch das Maul zerreißen und sagen, die tingeln. Nur bei uns ist das Wort tingeln so mit einem Negativen behaftet. Ist es für dich dann schon sehr schwer gewesen? Ich meine, du hast ja Geld genug verdient gehabt. Du bist ja dingeln gegangen, weil du dich berufen gefühlt hast, weiter zu singen, auch ich wenn wollte, der Erfolg weg war. Ich wollte vor Leuten stehen. Ich habe erst vor kurzem ein Konzert hier gehabt, auf der Burgruine Finkenstein. Und für mich ist es wichtig, nach den vielen Konservendingen, die wir tun, ob im Fernsehen, ob im Musikstudio, ob vor der Filmkamera, ist es wichtig, den unmittelbaren Kontakt zu meinen Leuten, zu meinen Fans, zu den Menschen, die mich mögen, zu haben. Wie ist es da mit deinem Lampenfieber? Hast du das? Entsetzlich. Entsetzlich. Also es ist, beim Lampenfieber geht es mir so wie mit dem Fliegen. Jedes Mal eine Viertelstunde vor Auftritt sage ich, ich gehe nie mehr auf die Bühne, weil das überlebe ich jetzt nicht. Und beim Fliegen sage ich auch immer, ich steige in keinen Flieger, wenn ich drin sitze und es kommt eine Turbulenz, ich steige nie mehr in den Flieger, aber ich fliege auch immer wieder und ich gehe auch immer wieder auf die Bühne. Du hast jetzt so die, kann man sagen, die Lebensmitte erreicht. Du hast eine neue Familie, die du gründest. Hast du Pläne für die Zukunft? Wie stellst du dir eigentlich vor,
was so in der nächsten Zeit mit Roy Black passiert, auch musikalisch? Weniger. Also weniger. Es muss weniger passieren. Denn ich habe mich, zum Beispiel letztes Jahr, habe ich mich total übernommen. Ich habe ungefähr 90 bis 100 Gesangstermine gehabt und habe hier gleichzeitig über 100 Drehtage gehabt. Und das zusammen war fast nicht zu machen. Also und du kannst ja nie alleine sein. Ich habe das jetzt heute erlebt, wenn du da auf der Straße gehst, hinter dir Schwärme von Publikum, also von das Fans. Ist die, das ist die Reaktion auf die erste Staffel vom letzten Jahr, dass heuer eben so viele Menschen da sind, weil das so ein großer Erfolg war. Mich freut es irgendwo, wahnsinnig. Und wenn du dieses Lampenfieber jetzt hast und jetzt heißt es Klappe und du musst drehen und spielen, irritiert dich das, wenn die Leute da rund um dich stehen und schauen und doch, jetzt botzt er und jetzt macht er also einen Fehler? Also wenn man schwere Textpassagen hat oder lange Textpassagen, es wird viel durchgedreht, dann ist da schon ein komisches Gefühl da, weil man beobachtet wird und da sind Zwischenrufe da. Ich weiß nicht, wie oft wir manchmal Aufnahmen unterbrochen haben, einfach deswegen, weil in das Drehen hinein wurde geblitzt und einer lief durchs Bild oder einer rannte auf uns zu und weil er nicht begriffen hat, wie das alles abläuft. Also das ist schon ein bisschen nervig dann. Also so nach den Dreharbeiten gibt es kein Highlight dir, sondern... Nein. Wie lebst du dann? Ich habe hier ein sehr schönes, verstecktes Haus, nicht allzu weit weg, in Felden noch, aber eigentlich unauffindbar. Und ich bin also, ich habe... Und vom Highlight Dinge, vom Abend die man Nase liest voll. Doch immer, wenn man Zeitungen aufmacht, was so Schauspieler alles machen mit Gesundheit und mit Gymnastik und mit Massage. Machst du das alles? Oder? Eins habe ich dabei, ich habe so ein Bauchtrainer dabei, das ist so ein schräges Brett, wo man sich drauflegt, umgekehrt mit dem Kopf nach unten und geht dann ständig, also macht man so Beugen nach vorne. Dann habe ich zwei Hanteln mit denen ich also so Hanteltraining mache. Und ansonsten habe ich ein Mountainbike hier, wenn ich Zeit habe, fahre ich da eine Stunde mal bis in den Berg rauf. Was ich bei dir so schön finde, Roy, du stehst zu deinen Liedern. Du hast einen Ausspruch gemacht, ich würde dich bitten, wenn du das noch einmal sagen würdest. Du empfindest deine sentimentalen Softgesänge etwas zum Träumen. Und du sagst, der Mensch will gerne träumen. Ja, unsere ganze Branche ist auf Träumen wollen aufgebaut. Ich meine, jeder träumt natürlich auf einer anderen Ebene. Der eine guckt sich eine Operette an oder eine Oper und lässt sich davon verzaubern und in eine Traumwelt versetzen. Und der andere sieht sich einen Film von Roy Black an, sieht sich unsere Serie an, hört einen Schlager zum Beispiel von Roy Black und lässt sich eben davon in eine Traumwelt entführen. Und das ist legitim. Unsere Aufgabe ist es, Träume zu schaffen. Und Freude bereiten. Und Freude zu bereiten. Aber sehen Sie, das ist nicht die Frage, denn ich glaube, dass in unserer Branche sollte sein, wie kann ich die Leute unterhalten und nicht, wie kann ich sie mit Sozialkritik zum Beispiel konfrontieren.